Freut mich, dass ihr alle da seid. Vielleicht seid ihr noch ganz fit, vielleicht seid ihr auch so ein bisschen essensdröge wie ich. Kuchen. Alles Leute, denen ein Stück Kuchen nicht genug ist. Freut mich. Und vielleicht alles Leute, die gemeinsam mit die Zukunft unseres Wirtschaftssystems neu gestalten wollen. Ja, der Vortrag ist vor einem Tag finalisiert worden. Ich muss noch ein bisschen an den Zetteln kleben. Ah, und habe hier auch einen Presenter. Und es kommen noch zwei, drei Leute. Ja, wer von euch kennt den Begriff Solawi? Wow. It's family. Wer von euch ist in einer Solawi? Aha, eine Handvoll. Wer von euch ist in einem anderen gemeinschaftsgetragenen Unternehmen? Jo, da machen wir nachher Q&A, das ist spannend. Vielleicht können wir den Anteil heute noch ein bisschen heben. Ich sehe eine Kommandozeile. Schwarz. Ja. Moment, nochmal zurück. Okay, wir sind auf Start. Okay, er hat sich gefangen. Ja, zuerst mal zu mir und uns. Mein Name ist Merlin Ruhe. Ich bin Teil des Kollektivs Geeks for Change. Und ja, Geeks for Change, das bin nicht nur ich, das ist Andi, unser Projektkönig, Leonie, unsere Chefredaktion, Rainer, unser DevOps-Meister und Sagama, unsere Community- und Kulinarik-Beauftragte. Ich habe das jetzt gerade mal so improvisiert. Ich hoffe, ihr seid d'accord. Ja, wie kam das zustande? 2014 hat ein guter Freund Hannes mich gefragt, hast du Lust, deine IT-Agentur an den Nagel zu hängen und zukünftig nur noch Nachhaltigkeitsprojekte zu machen? Hat er natürlich nicht gefragt. Das Schicksal hat es viel geschickter angestellt. Er hat gefragt, kannst du mir helfen, eine kleine Nachhaltigkeitsplattform, nein, einen kleinen Nachhaltigkeitskalender zu machen. Und so gab sich eins das andere. Ein paar Jahre später haben wir dann Solawi-Finanzierungen gemacht, später Finanzierungsportale. Und dann haben wir gesehen, wow, da braucht's was. Und es muss für viele nutzbar und erschwinglich sein. Und wir haben uns auch überlegt, was ist der Hintergrund? Warum tun wir das einfach? Ne, nicht einfach irgendwas in die Welt bringen, sondern was ist der Hintergrund? Und das Ganze ist auch ein sehr persönlicher Vortrag. Es geht auch darum, wie verfällt man irgendwie bei dem aktuellen Zustand unserer Welt nicht in Depression und schlechte, sehr, sehr schlechte Gedanken. Oh, es ist wieder schwarz. Okay. Jo, danke. Vielleicht ist das das. Ja. Worum geht's heute? Wir geben die Anleitung, wie wir alle Probleme unseres Wirtschaftssystems lösen können. Nee, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber vielleicht können wir einen wesentlichen Schritt dahin gehen, dass wir aus einer starken Idee eine starke Bewegung machen. Die Lage, wo stehen wir heute? Klimakrise, wissen alle. Na, dann haben wir aber auch noch Nährstoffkrise, Artenvielfaltskrise und noch eine Handvoll. Und das sind nur die Krisen, die mit dem zu tun haben, was wir unsere Umwelt nennen. Also nicht mal die sozialen Krisen. Es geht das Raunen um, dass diese Krisen was zu tun haben mit der Art, wie wir wirtschaften.
Ich greife heute drei Probleme unseres aktuellen Wirtschaftssystems auf. Das ist Wirtschaften auf Kosten anderer, der Ausverkauf guter Ansätze und dass die Profite sich von Bedürfnissen entkoppelt haben. Das erste Problem, das Wirtschaften auf Kosten anderer. Was bedeutet das? Ich blase Dreck in die Luft und andere leiden drunter. Ich blase CO2 in die Luft und unsere Nachfahren leiden drunter. Und derart gibt es noch viele andere Probleme. Das Problem ist gut verstanden. Die Preise sind falsch und das zu korrigieren, auch wenn es immer wieder gesagt wird, das können nicht die Einzelnen tun. Das ist Aufgabe der Politik. Was wir aber tun können, sind Lobbyorganisationen gründen und unterstützen. Ich habe beispielsweise Klimaschutz im Bundestag hier mal genannt. Problem 1 ist also in Arbeit. Ich springe jetzt zum Problem 2, der Ausverkauf guter Ansätze. Was ich damit meine, das kennt ihr vielleicht alle, es hat sich eine gute Struktur rausgebildet, dieses Zeug hat irgendwas zu verändern. Und was passiert? Irgendein Konzern kauft sie auf, gliedert sie ein oder macht sie gleich ganz platt. Kürzlich gesehen bei Oatly, aber es gibt auch Dutzende andere Beispiele. Oder es kommt immer wieder vor bei Alnatura. Alnatura hat irgendeinen Lieferanten, einen langfristigen Liefervertrag geschlossen und plötzlich gehört dieser Lieferant Nestlé oder irgendjemand anderem. Auch das Problem ist gut verstanden und die Lösungen sind auf dem Weg. Es gibt da beispielsweise die Stiftung Verantwortungseigentum, die seit Jahren dran arbeitet. Ich kann heute Unternehmen gründen, sogenannte Purpose-Unternehmen. Die haben uns im kommenden Jahr soll es dafür auch eine eigene Rechtsform geben. Ja, gerne, Paypal. Ich will heute nicht in die Details gehen, da kommst du bitte auf unseren Stand, da können wir rumnörden. Aber es geht grundsätzlich darum, dass ich eine Rechtsform gründen kann, das werden wir auch tun, eine Firma und das Versprechen geben, A, der Firmenzweck wird sich nicht ändern, B, wir werden nicht in einem Jahr einen Exit machen und das an irgendeinen Konzern verscheuern und C, es ist auch unmöglich, irgendwelche Investoren mit Stimmrechten reinzunehmen. Das sind so die Grundversprechen und das ist einfach eine gute Firma auch resilient zu machen oder ein Versprechen gegenüber allen Beteiligten abzugeben, dass das auch das bleibt, wo alle Beteiligten rein investiert haben. Das heißt, auch Problem 2 ist auf dem Weg. Wir können das unterstützen, aber sonst nicht viel machen. Problem 3, dass sich Profite von Bedürfnissen entkoppelt haben. Die Börsen, die gehen nach oben, alles wird toll und die Menschen fallen hinten runter. Der größte Teil des Wirtschaftslebens findet heute in Konzernen und Aktiengesellschaften statt. Ob das jetzt Vonovia ist oder Nestlé, ob Google oder Facebook. Genau genommen sind all diese Konzerne Maschinen, programmierte Maschinen, die aus Geld mehr Geld machen. Maschinen, die auch nicht mehr von Menschen gesteuert werden. Der Geschäftsführer muss aus Geld mehr Geld machen. Wenn er das nicht tut, wird er ausgetauscht. Selbst die Aktionäre, die eigentlichen Eigentümer, die sind beliebig austauschbar. Die Frage ist, können wir diese entkoppelten Maschinen stoppen? Alles abfackeln ist nicht so das Richtige. Da bin ich zu sehr Hippie. Und ich glaube auch kaum, dass es funktioniert. Den Konzern den Stecker zu ziehen, das muss irgendwie anders gehen. Sind ja Simpsons-Fans? Ah, geil! Okay, wer kennt die Folge? Da gibt es sogar eine Simpsons-Folge dazu. In der Folge werden die Werbefiguren auf den Läden lebendig und demolieren die ganze Stadt.
Sie laufen rum, fressen die Menschen wie Popcorn und niemand kann sie aufhalten. Das heißt, niemand außer Lisa. Die findet nämlich raus, dass diese Werbefiguren ihre Energie ziehen aus unserer Aufmerksamkeit. Sie gibt sogar ein Konzert und als alle ihnen den Rücken zudrehen, ich glaube Homer kriegt noch eine Extrabehandlung, da haben die keine Kraft mehr und sinken zusammen. Ist das jetzt mein Vorschlag für den Finanzkapitalismus? Nicht ganz. Nicht ganz. In der Realität muss das anders gehen. Konzerne ignorieren reicht nicht. Wir können aber den Konzernen ihre Energie entziehen, nämlich das Geld. Das ist die Energie, mit der sie laufen. Wenn wir Alternativen schaffen und das Geld dahin umleiten. Mit Unternehmen, die näher an den Bedürfnissen der Menschen dran sind. Und da bin ich bei den gemeinschaftsgetragenen Unternehmen. Am besten gemeinschaftsgetragene Unternehmen in Verantwortungseigentum. Was bedeutet gemeinschaftsgetragenes Unternehmen? Tatsächlich sind verschiedene Definitionen dafür im Umlauf. Ich arbeite hier mit einer sehr pragmatischen. Gemeinschaftsgetragene Unternehmen ist immer, wenn Menschen die eine Produktion finanzieren, statt einfach nur ein Produkt zu kaufen. Daher auch die Metapher mit der Bäckerei. Also zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft. 100 Haushalte sagen, jo, wir halten uns einen Bauernhof und essen die Ernte und können jederzeit hingehen und schauen, wie das Ganze angebaut wird. Vielleicht will auch der eine oder die andere gelegentlich mitarbeiten. Und die Finanzierung, die funktioniert in der Regel so, kennen manche hier, so wie ich gesehen habe. Wir haben beispielsweise im Oktober eine Bieterrunde. Wir wissen, wir brauchen jeden Monat 15.000 Euro. Und dann wird verhandelt, alle geben das, was sie können und wollen, solange bis das Geld zusammen ist. Dann ist die Ernte finanziert und dann kann die Ernte auch aufgeteilt werden. Letztlich ist es Planwirtschaft. Planwirtschaft in der Größe, wo sie funktioniert und sogar richtige Vorteile hat. Gemeinschaftsgetragene Unternehmen, ist das eine neue Idee? Überhaupt nicht. Es gibt schon vor 100 Jahren haben sich Menschen zusammengetan, gemeinsam einzukaufen, zu sparen, um zu bauen, sich zu versichern oder bessere Schulen zu machen. Manche dieser Unternehmen sind heute nicht mehr gemeinschaftsgetragen. Die haben sich etabliert, sind vielleicht eine Aktiengesellschaft. Ich glaube, vor ein paar Jahren wurde DBK von einem Versicherungsverein zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt. Und auch heute gibt es noch ziemlich viele gute Ansätze. Es gibt Solawis, wo Lebensmittel erzeugt werden, Dorfläden, Foodco-ops. Es gibt Baugruppen, die Wohnungen der Zukunft bauen. Energiegenossenschaften machen Energiewende. Es gibt Schneidereien, Mitgliederwerkstätten, Kulturzentren. Bandtouren werden gemeinschaftsgetragen finanziert. Es gibt natürlich Bier und Wein. Und es gibt sogar Massage und Akupunktur. Und es gibt natürlich auch Knackpunkte. Jedes gemeinschaftsgetragene Unternehmen ist anderes und jedes muss eine Handvoll Fragen beantworten. Beispiel Entscheidungsfindung. Manche legen großen Wert darauf, viele Dinge sehr breit zu diskutieren. Ich kenne Baugruppen, die haben Jahre verbracht, bis sie einen Bauplan hatten. Ich kenne andere gemeinschaftsgetragenes Bauprojekt, da hat einer eine Planung gemacht und hat die Leute um sich geschart, für die die Planung gut war. Es gibt im Bereich Risiko sehr unterschiedliche Ansätze. Bei den meisten Solawis wird die Ernte aufgeteilt, ob viel oder wenig da ist. Also da tragen das Risiko die einzelnen Mitglieder. Ich kenne umgekehrt einen gemeinschaftsgetragenen Weinberg. Da kriegen die Leute jedes Jahr die gleiche Menge Wein
und der Weinbauer puffert das Risiko ab. Beispielsweise Flexibilität. Manche Solavis, da gibt es Pflichtstunden und auch keine Diskussion drüber. Auf der anderen Seite kenne ich in Solothurn ein Wohnprojekt, da gibt es Pflichtstunden im Außenbereich oder in der Hausmeisterei und Leute, für die das nicht passt, die gleichen das mit Geld aus. Beispiel Finanzierung, Eigentum, Organisationsstruktur. Food-Coops sind häufig Vereine, die den Mitgliedern direkt gehören. Solavis haben eine ganz andere Eigentums- und Kapitalstruktur. Da muss dann auch sehr langfristig gedacht werden. Eine typische Solavi gehört zum Beispiel das Land einer Stiftung, der Bauernhof gehört den Bauern, die auch die Planung machen. Und dann gibt es noch einen Betriebsverein, wo die Mitglieder die Finanzierung sicherstellen. Alles ziemlich komplex. Wozu machen wir das dann, statt den Kuchen oder die Möhren einfach im Supermarkt zu kaufen? Reiner Idealismus? Opfern wir uns auf gegen die Konzerne? Nein, nicht nur. Es gibt ziemlich viele Vorteile. Die Nähe bei einem gemeinschaftsgetragenen Unternehmen, die bringt eine ganze Menge an Transparenz. Bei der Möhre von der Solavi, da weiß ich, wie sie angebaut wurde, unter welchen Bedingungen, sowohl ökologisch als auch von der, was die Arbeiter kriegen. Und ich kann jederzeit nachschauen, wie das ist. Beispiel Krisenfestigkeit. Ich kenne eine Bäckerei, die sagen mir, sie haben letztes Jahr eigentlich nur Getreide bekommen, weil sie in einer gemeinschaftsgetragenen Verbindung mit ihren Getreidebauern waren. Co-Kreation. In manchen Solavis können die Mitglieder mitarbeiten, auch wenn sie wenig Geld haben gerade. Und besonders spannend in dieser Zeit finde ich den Aspekt solare Verteidigung. Kennt den Begriff jemand? Ja, dachte ich mir. Es ist nicht mehr so en vogue. Bis in die 80er Jahre war das grünes Programm. Damals hat man gesagt, ein Land wie Deutschland militärisch zu verteidigen, das gilt auch für alle anderen Länder, bedeutet eigentlich erstmal, es in Schutt und Asche zu legen. Das ist eigentlich keine Verteidigung. Also hat man gesagt, wenn wir schon nicht das Territorium verteidigen können, dann verteidigen wir die sozialen Strukturen. Und die beste Voraussetzung dafür ist, wenn wir die Zivilgesellschaft dezentral organisieren. Alle Grundbedürfnisse werden dezentral organisiert, vielleicht gemeinschaftsgetragen. Einfach gesprochen bedeutet das, Angreifer kommt. Man kann sagen, hier ist der Schlüssel zum Rathaus. Du kannst nicht viel damit anfangen. Es gibt also eine Menge Gründe für gemeinschaftsgetragene Unternehmen. Wir haben uns angeschaut, was braucht es dazu? Es braucht Vernetzung. Gibt es schon. Da gibt es das CSX-Netzwerk, die machen richtig gute Arbeit. Organisationsentwicklung. Da gibt es eine Organisation, die nennt sich Mycelium. Die hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Ja, und dann bei den Plattformen, Mitgliederverwaltung, Finanzierung. Da haben wir geschaut, was braucht es denn noch? Viele gemeinschaftsgetragene Unternehmen, viele Genossenschaften sagen, ja, wir machen da was ganz provisorisch, haben uns da selber was zusammengeschraubt. Aber so richtig was, was so in die Breite geht, gibt es noch nicht in dem Bereich. Also haben wir gesagt, machen wir ein Startup draus. Crowd Power Network nennen wir das. Bevor ich das jetzt genauer erkläre, wie das aussieht, erstmal die Vorgeschichte. Wie kam es dazu? Wie gesagt, dieser Terminkalender, wo mich mein Freund gefragt hat, der läuft heute als Nachhaltigkeitsplattform Stadtwandler Freiburg.
Wir haben daraus ein Open-Source-Projekt gemacht, Hubs for Change, was inzwischen in einer Handvoll anderen Regionen läuft. 2018 haben wir unsere erste Anfrage gehabt für eine Solawi-Finanzierung, Luzernhof Freiburg. Da haben wir dann gesehen, wow, da ist was drin. In der Kampagne kamen 1,2 Millionen für Bioland zusammen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, es gibt noch nichts, was gut diese Anteile einsammeln und verwalten kann. Also haben wir damit weitergemacht und haben das in der Kleinserie gemacht. 2019 haben wir dann ein Portal gemacht, wo die Kulturlandgenossenschaft bundesweit Geld für Bioland einsammelt. Die haben inzwischen schon Dutzende an Projekten gemacht. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt, diese Werkzeuge für viele verfügbar und erschwinglich zu machen. Was machen wir? Wir bieten einerseits Lösungen für die gemeinschaftsgetragenen Unternehmen selbst, dass sie ihre Mitglieder und Anteile verwalten können. Andererseits Plattformen, also für Netzwerke gemeinschaftsgetragener Unternehmen. Das können regionale Netzwerke sein, das kann aber auch beispielsweise in der Branche Bauen ein Netzwerk sein. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, die ich gestellt habe am Anfang, wozu sollen wir das machen? Es gibt doch schon Dutzende von Crowdfunding-Plattformen. Was wir gesehen haben, ist, die Crowdfunding-Plattformen, die gehen alle auf das schnelle Geld, den schnellen Umsatz. Da geht es um Kampagnen von 6 Wochen. Wir haben gesehen, was es braucht für ein Bauprojekt, ist mindestens 10 Jahre Direktkredite und Anteile zu verwalten. Das ist also was ganz anderes. Beispiel Direktkredite. Das sieht dann so aus, wir stellen den einzelnen Baugruppen oder anderen gemeinschaftsgetragenen Unternehmen ein Formular zur Verfügung, wo Interessierte dann direkt ihre Anteile zeichnen können. Die Herausforderung ist, dass solche Kredite oder manche anderen Sachen wie Genossenschaftsanteile immer auch noch Papier brauchen, Verträge. Das heißt, wir müssen den Sprung von digital nach analog, Papier verschicken und dann wieder auf digital machen. Und dann habe ich Direktkredite als Beispiel gewählt. Ist jemand von euch in einem Hausprojekt? Ah ja. Ja, dann wirst du das wissen, ist eine der komplexesten Dinge, solche Direktkredite, das sogenannte Kleinanlegerschutzgesetz, das ist nicht ganz leicht, das zu verwalten. Das ist das, was wir auch umgesetzt haben. Wo stehen wir damit? Wir haben ein paar Netzwerke, die wir gerade betreiben. Wir wollen nächstes Jahr damit an den Start gehen mit dieser Plattform und diesen Werkzeugen und machen da verschiedene Modellprojekte im Bereich Wohnen und Genossenschaften hauptsächlich. Energiegenossenschaften ist auch ein ganz spannendes Thema. Und wir haben schon Anfragen, demnächst auch Cannabis-Solawis zu machen. Womit ich zum Schluss komme, was wir gesehen haben, die heutige Gesellschaft, die Welt ist beherrscht von Maschinen, die aus Geld mehr Geld machen. Wir haben das Potenzial, diesen Maschinen den Stecker zu ziehen, wenn wir neue Strukturen aufbauen und Geld dahin umlauten. Mit gemeinschaftsgetragenen Unternehmen in Verantwortungseigentum. Vielleicht, das war jetzt auch ein kleiner Werbeblock, können wir mit Crowdpower einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und vielleicht können wir den einen oder die andere dafür interessieren und begeistern, selbst Teil von so einer Bewegung zu werden. Wenn also jemand von euch ein Projekt umsetzen will oder Kampagnen organisieren oder Drupal programmieren kann und eine ganz andere Idee hat, dann sprecht uns auf unserem Stand an oder heute nachher.
Und jetzt bin ich gespannt auf eure Ideen und Fragen. Und jetzt können wir ins Interaktive gehen. Ein Raunen geht durch die Menge. Ein Raunen. Was? Wer? Bitte? Genau das, was ihr macht. Genau deswegen bin ich hier. Ich will um 21 Uhr will ich in der Erle drüben ein Konzept vorstellen. Ja. Was halt das, was ihr macht, halt noch in einem breiteren Spektrum ermöglicht. Aha. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ja, unbedingt. Ich lade das so ein, um 21 Uhr. Ich muss jetzt leider gleich los. Ihr macht auch eine Software, oder was? Nee, es geht nicht um Software. Es geht tatsächlich um ein Konzept, wie man halt Potenziale bündeln kann. Ja, okay. Ja, auch dieses, genau das, ja, was ja, wie ihr ja, macht. Ja, ja. Nur halt das halt nochmal in einem größeren Spektrum. Ich will das nachher erklären. Ja, also das heißt, okay, das ist ein Netzwerkprojekt. Ja, genau, richtig. Ja, klar. Es geht halt Wissenschaft mit gesellschaftlichen Partizipationen zu verbinden. Ja, spannend. Und, viele Sachen zusammenzubringen, die im Moment noch getrennt voneinander sind. Ja, genau, ja. Halt wirklich Change Management zu betreiben, halt ja, genau. Funktioniert. Also. Okay. Ja, okay. 21 Uhr Erle. Genau. Genau, danke. Ja, klar, verstehe. Wie heißt du? Chris. Super. Ja. Mhm. Ja, okay. Genau. Er hat gerade gemeint, er stellt in der Erle was Spannendes vor mit als Netzwerkprojekt. Ich weiß nicht, ob wir da... Jetzt gerade? Nee, gleich. Ah. 21 Uhr Erle. Vielleicht touren wir dann rüber. Ja. Ganz spontan. Ich komme klar. Ja. Ja, sehr schön. Bitte? Die Leute bleiben da? Ja, immerhin. Nur zwei, drei gegangen, ist cool. Und einer, weil er ja seinen Vortrag vorbereitet, insofern alles gut. Aber ja, es sieht gut so von der vom Flow aus. Oh.
Ja, ne? Irgendwann muss man zum Ende rufen, oder? Ja, wir haben genug Zeit, meinst du? Ja, ja, aber okay. Ja, ja, ne? Dann würde ich vorschlagen, wir kommen mit den Zweiergesprächen langsam zum Ende, um uns auch noch mal im Plenum auszutauschen. Langsam zum Ende. Ich sehe, das regt zu Diskussionen an, das ist ja schon mal erstmal gut. Scheint was in euch zu arbeiten, sehr schön. Dann würde ich als allererstes mal Verständnisfragen und inhaltliche Fragen klären wollen. Da ist schon gleich die Hand hochgeschossen. Vielleicht Andi, du kannst mal da mit dem Mikro hin. Ja, wir haben uns hier gefragt, ist das jetzt, also dieses Crowdpower, das ihr baut, ist das das Plattform? Seid ihr auch eine Gruppe, die darüber hinaus aktiv ist? Und bei der Plattform selber, ist das quasi so ein Baukasten, das verschiedene Gruppen benutzen können, um eben ihr Bedarf und Use Case und so weiter und so fort abzubilden? Oder ist das quasi diese Plattform, die ihr hostet sozusagen und dann jede Gruppe, die die benutzen möchte, hat also alle diese Teile mit den Krediten etc. etc., Mitgliederverwaltung, weil genau, also uns sind Beispiele eingefallen, wo man jetzt Direktkredite zum Beispiel nichts damit zu tun hat, so und genau, also das war uns nicht so ganz klar. Verstanden. Okay, habt ihr aufgenommen. Sollen wir erstmal noch zwei andere Fragen vielleicht sammeln? Danke dir. Noch irgendwelche inhaltlichen oder Verständnisfragen zum Vortrag? Da hinten ist noch eine Frage. Braun. Genau. Mich interessiert, wie das abläuft, wenn ich jetzt zu euch komme mit einer Idee und wie dann der Weg aussieht. Und dann ist in unserer Gruppe noch in der Diskussion die Frage entstanden, magst du das machen? Ach so, wie dann, sag ich mal, ob es da so eine typische Rollenverteilung gibt, wenn man jetzt, sagen wir mal, 5 Leute hat als Beispiel, ob man dann genau überlegt, wer hat jetzt welche Fähigkeiten und kann der dann zum Beispiel das übernehmen oder der andere das, damit man halt ja, so ein Team so aufbaut, dass jeder das machen kann, wo er dann auch eine Möglichkeit sieht. In einem gemeinschaftsgetragenen Unternehmen, meinst du? Okay. Okay, vielleicht erstmal die drei Fragen. Die hängen auch zum Teil ein bisschen zusammen, oder? Ja, wenn nichts Dringendes mehr. Oder gibt es was ganz gut zu einem der Fragen passt? Nö, dann machen wir damit. Ich glaube, ich fange dann erstmal mit der letzten Frage an, ne? Weil die ist gemeinschaftsgetragene Unternehmen. Und das war auch Teil von dieser Botschaft Knackpunkte. Kommt drauf an. Ne? Also es gibt gemeinschaftsgetragene Unternehmungen, ich sage manchmal Unternehmungen, um zu sagen, es sind nicht nur Unternehmen, manchmal sind es auch einfach Initiativen, die irgendwo so an der Schwelle zwischen Engagement und Business sind. Es gibt welche, die sind ganz stark von der Community initiiert und dann geht es auch ganz viel um Team und Teamaufbau, Teamentwicklung und so weiter. Und es gibt andere, die sind sehr stark von einem bestehenden Team oder von einer Einzelperson initiiert. Also beispielsweise dieser Weinbauer hat einfach gesagt, hey, ich mache hier ökologisches Weingut, wollen wir das gemeinschaftsgetragen machen. Ne? Und manche kommen und arbeiten mit oder schauen sich das ab und zu mal an und manche zahlen einfach nur. Das ist die Antwort, kommt drauf an. Passt das? Schön. Moment, dann hatten wir hier zwei Fragen, die ich recht ähnlich sehe. Wie soll das genau funktionieren mit dem Angebot? Ihr habt ja gesehen, diese zwei Seiten. Einerseits bieten wir direkt für gemeinschaftsgetragene Unternehmen einen Service an, nämlich Geld
ja, komfortabel und rechtssicher einzusammeln, vielleicht mit Papierverträgen, vielleicht ohne, und das auch auf Dauer zu verwalten. Und im einfachsten Fall klickst du dir da was zusammen und sagst, okay, das und das brauche ich, das und das sind die Anteilshöhen oder die Direktkreditzinssätze, und dann kriegst du ein Formular, was du irgendwo auf einer Webseite einbinden kannst. Das ist der Minimalservice. Und dann haben wir gesagt, ja, aber auch quasi der Verbund von gemeinschaftsgetragenen Unternehmen, solche Netzwerke machen manchmal Sinn. Also wir planen gerade für Freiburg ein Bauprojektenetzwerk, wo dann auch die gemeinschaftsgetragenen Bauprojekte selber wieder als Gemeinschaft Synergien nutzen, Erfahrungen austauschen, Best Practices, wo Schulungen organisiert werden und so weiter. Und ja, dafür gibt es dann die üblichen Wege von Plattformen. Wie kann ich als interessierter Mensch irgendwo eine Baugruppe finden? Wie kann eine Baugruppe Experten finden? Ja, und so weiter. Das sind die zwei verschiedenen Ebenen, und wir haben, ne, du hast ja gesehen, diese Plattformen- und Netzwerke-Geschichte, die machen wir schon länger. Und diese Geld-Bewegen-Geschichte kam dann dazu. Und tatsächlich häkeln wir die auch situativ zusammen. Der Dude, der gefragt hat zum Beispiel, wie kriegen wir das hin, irgendwie Cannabis-Solavis zu machen. Das ist so eine typische Netzwerkgeschichte. Er hat gesagt, hey, ich mache da einfach mal eine Planung, wie einfach lokale Gruppen das einfach direkt umsetzen können, sobald es alles so gesetzlich auf dem Weg ist. Und das wäre so eine typische Netzwerkgeschichte. Und da können dann die einzelnen Solavis dann auch wieder diese Finanzierungsoptionen und noch ein paar andere nutzen. Das sind so die verschiedenen Ebenen. Das, bei dir habe ich ein Nicken gesehen. Ist was offen oder alles einigermaßen klar? Bevor wir in Nerd Talk kommen, gehen wir lieber noch dann später an den Stand und diskutieren. Ist bei dir soweit klar? Ja, okay. Jetzt da hinten ist noch eine Frage. Vielleicht habe ich es verpasst, aber, oder ihr habt schon gesagt, aber sind alle eure digitalen Tools Open Source, oder? Wir haben, nein, Moment, ja, also, gute Frage, okay. Und nein. wir machen, seit mehr als 10 Jahren Open Source und habe schon sehr viel released im Drupal-Bereich. Unsere ganzen Plattformen sind Open Source, das nennt sich Hubs for Change, das ist was, was Regionen oder Themenportale direkt nutzen können. Und dann haben wir uns genau überlegt, wie wir damit umgehen. Was machen wir jetzt mit diesen Werkzeugen? Und das Problem bei Open Source, gerade mit welchen, wo man auch Geld verdient und auch viel reinstecken muss, ist, dass wenn du es Open Source machst, dann kommt irgendein großer Konzern und greift das auf und macht das selbst. Und deswegen haben wir das Purpose Source gemacht, das heißt, wir gründen als Verantwortungseigentum eine eigene stiftungsartige Gesellschaft, Crowdpower Foundation. Die ist auch insofern gemeinschaftsgetragen, dass das co-kreiert wird mit den Projekten, die das Ganze nutzen, und dass die für wesentliche Entscheidungen eine soziokratische Beteiligung haben. So mal ganz auf den Punkt gebracht. Ich sehe Nicken. Gut, Frage beantwortet. Da in der Mitte ist noch eine Frage. Hi. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es Primärkonzept, quasi geht es ums Finanzielle, um die finanzielle Absicherung, oder? Weil ich habe auch mal über Monate auch auf dem Feld gearbeitet. Und selbst da nach Monate von, oder von ich weiß nicht wie viele Stunden von Arbeit, war ich nie so effizient, so schnell wie andere Leute, die es tagtäglich machen. Und dann war die Frage,
ob das dann wirklich quasi der Fokus, der Primärfokus quasi auf dem Finanziellen liegt, denn die Arbeit, also wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand einmal im Monat, der kann ja nie so gut sein, wie wenn jemand das tagtäglich macht. Also dann stelle ich mir schwierig vor, wenn es nur von sozusagen Freiwilligen oder die nur einmal im Monat oder zweimal im Monat da sind. Du fragst jetzt nach einer einzelnen Solawi, die genau. Mitglieder einsetzt. Genau. Das ist ein typisches Problem, Hilfskräfte, Ehrenamtliche oder so einzubinden. Und ja, das ist für uns außerhalb unseres Fragenbereiches. Das muss jedes gemeinschaftsgetragene Unternehmen selber festlegen. Es gibt Leute, die sagen irgendwie, uns ist Effizienz wichtiger. Und na, also beispielsweise, die kennt sicher manche, die Rampenplan-Küche, Aktionsküche, da sitzen Profis an der Küche und du als Hilfskraft darfst spülen. Und da machen die auch keine Diskussion. Ne? Und andere machen das ganz anders und da habe ich jetzt keine Meinung zu. Das kommt drauf an. Okay, danke. Da vorne haben wir noch eine Frage. Ich würde dir sonst einfach mein Mikro geben. Dankeschön. Ich wollte euch fragen, die Art und Weise, wie ihr diese Kredite strukturiert, ist ja so eine ganz klassische irgendwie Laufzeitverzinsung und so. Andere Unternehmen in Verantwortungseigentum haben vielleicht eine ganz andere Risikostruktur, also sind ein digitales Startup hat erstmal eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit. Mhm. Habt ihr da Ideen, auch solche Formen von Investments irgendwie abzubilden, Nachrangdarlehen oder Umsatzbeteiligung, Rückzahlung durch Umsatzbeteiligung oder sowas? Ja, also kurz gesagt, ja, wir fangen mit dem an, was zurzeit quasi nachgefragt wird stark und gleichzeitig arbeiten wir mit einem System, was sehr konfigurierbar ist und du kennst das wahrscheinlich genauso gut mit der Produktentwicklung. Man kann nicht alle Wünsche erfüllen, will man auch nicht, sonst hat man einen riesigen chaotischen Verhau. Ne, da macht man so eine 80-20-Lösung. Was macht man konfigurierbar und wo sagt man nee? Aber grundsätzlich ja. Okay. Moment, da ist noch eine Hand. Ja. Mhm. Okay. Mindestens gut. Eine. Mindestens eine. Ich wollte fragen, wie ihr euch finanziert. Also muss dann jedes Projekt, das quasi bei euch den Service hat, müssen ja irgendwie was zahlen oder genau wie das abläuft? Also weil es kostet ja auch, das zu entwickeln. Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Und im Moment haben wir gesagt, wir haben schon zu viele Geschichten von Venture-Kapital und so weiter gehört, um uns in diese Sache reinzubegeben. Ne, tatsächlich tun wir das querfinanzieren. Wir arbeiten 150% und 50% machen wir für bezahlte Sachen und die anderen machen wir halt einfach so, investieren wir selber. Und was wir wollen ist, dass das Ding dann auch erschwinglich ist. Das heißt, wir wollen nicht bei 4-10% wie irgendwelche Crowdfunding-Plattformen sein, sondern bei 1-2%, sodass es auch erschwinglich bleibt. Ja, wenn sonst keine, ich sehe jetzt gerade keine Fragen mehr. Mit Blick auf die Uhr, glaube ich, sind wir auch gut in der Zeit. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr alle da wart. Ihr könnt sehr gerne noch mit uns ins Gespräch kommen. Wie gesagt, wir haben einen Infotisch drüben im Mathe-Gebäude im ersten Stock. Da sitzen wir auch morgen noch. Ihr könnt jetzt auch noch mit uns sprechen. Genau. Ja. Und ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Ich habe jetzt den Kittel nicht mitgekriegt, aber der Kollege, der da raus musste, hat gemeint, er macht was ganz Ähnliches, 21 Uhr in Erle, aber was mit Netzwerk zu tun hat. Mehr habe ich nicht verstanden. Und wenn wir uns nachbesprochen haben, vielleicht gehen wir noch dort vorbei. Ho!